Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie sich wieder so zahlreich zugeschaltet haben zur Ringvorlesung Bildkulturen des Digitalen, Praktiken, Ästhetiken, Genres. Heute Abend ist meine liebe Kollegin Katja Müller-Helle zu Gast bei uns. Herzlich willkommen, liebe Katja. Ich freue mich wirklich riesig, dass du in der Reihe mit dabei bist. Wir haben auch diese Woche wieder ein paar Neuanmeldungen gehabt. Deswegen verzeihen Sie mir, dass ich nochmal die technischen Hinweise wiederhole, nämlich, dass wir Sie bitten, Ihre Kameras und Mikrofone während des Vortrags ausgeschaltet zu lassen. Wie die Diskussion funktioniert, das wird Marie Hummel, meine studentische Mitarbeiterin, Ihnen jetzt nochmal in den Chat posten, denn es gibt nach dem Vortrag natürlich die Möglichkeit, mit Katja Müller-Helle noch ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie irgendwelche technischen Fragen oder Probleme haben, können Sie sich gerne im privaten Chat an Marie Hummel wenden. Genau, da kommt auch schon gerade die kleine Erklärung zur Diskussion. Marie wird dann auch versuchen, Ihnen zu helfen, wenn Sie irgendwelche Probleme haben. Nun ist es mir aber eine besondere Freude, Katja Müller-Helle kurz vorzustellen. Katja Müller-Helle ist Kunsthistorikerin und Leiterin der Forschungsstelle Das technische Bild, das am Hermann-von-Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik und zugleich am Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität Berlin angesiedelt ist. Sie hat diese Position seit September 2019 inne und hat seitdem dort schon sehr sichtbar neue Themen gesetzt und eine große Veranstaltung konzipiert und durchgeführt. Katja hat nämlich gerade, also vor ungefähr 3 Wochen, einen neuen Band der Bildwelten des Wissens herausgegeben. Das ist das Jahrbuch dieser Forschungsstelle, und zwar zum Thema Bildzensur. Und Katja, vielleicht magst du das kurz in die Kamera halten. Genau, und über dieses Thema wird Katja ja auch heute zu uns sprechen. Der Band ist nicht nur im Print, wie wir sehen, herausgekommen, sondern auch im Gold Open Access erschienen. Das ist das erste Mal für die Bildwelten des Wissens, auch das eine Neuerung unter Katja. Ende August fand in Kooperation mit dem CO Berlin ein großes Symposium unter dem Titel Return to Sender, Utopien und Grenzen zirkulierender Bilder statt, mit dem eben auch das 20-jährige Bestehen der Forschungsstelle Das technische Bild gefeiert wurde. Dem CO Berlin, das ist, finde ich, immer eines der wichtigsten und auch umtriebigsten Ausstellungshäuser für Fotografie in Berlin, ist Katja Müller-Helle schon lange verbunden, spätestens seit sie dort 2012 den Talent Award für Kunstkritik erhielt. Und das, finde ich, ist ein ganz toller Preis. Mit dem werden nämlich immer eine Künstlerin und ein Künstler im Tandem mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler ausgezeichnet, die oder der sich eben in der Fototheorie verdient gemacht hat. Und herausgekommen ist dann dieses schöne Projekt, das ist nämlich der Katalog zu einer Ausstellung mit dem niederländischen Künstler Willem Popelier und eben einem begleitenden Text von Katja mit dem Titel Risse im Bildgewebe, Bildpolitiken der Abwesenheit. Bevor Katja an die HU gewechselt ist, war sie von 2013 bis 2019 Postdoktorandin in der Kollegforschergruppe Bildevidenz, Geschichte und Ästhetik an der Freien Universität Berlin. Und während dieser Zeit war sie außerdem gleich 2-mal Fellow am renommierten Getty Research Institute in Los Angeles. Ihr Postdoc-Projekt dort hieß Orchestrierte Zerstörung, Transgression der Avantgarde und drehte sich um die Zerstörung von Musikinstrumenten in der Avantgarde-Kultur, etwa beim Nanjum Pike, Armand oder Philip Korner. In dieser Zeit hat sie unter anderem dieses Buch zum Thema Transgression herausgegeben, The Legacy of Transgressive Objects. Davor war Katja wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunsthistorischen Institut der FU Berlin, und in dieser Zeit haben wir beide uns auch kennengelernt, weil wir praktisch zeitgleich angefangen haben, dort zu unterrichten. Ja, nun sind schon einige Forschungsschwerpunkte von Katja Müller-Helle deutlich geworden. Katja kommt aber eben auch ganz stark aus der Fotogeschichte und verbindet diese Perspektive auch mit ihrer jetzt aktuelleren Forschung zu digitalen Bildkulturen. Und das ist auch was, was ich
ungeheuer schätze an deiner Arbeit. Katja hat nämlich promoviert zum Thema Zeitspeicher der Fotografie, Zukunftsbilder 1860 bis 1913. Das ist der Titel der Monographie, die 2017 bei Finck erschienen ist und in der es um Bewegungsfotografien und deren Zukunftsversprechen geht. Ich möchte noch zwei weitere Publikationen aus diesem Forschungsschwerpunkt nennen, nämlich einmal das zusammen mit Florian Sprenger bei Diaphanes herausgegebene Buch mit dem Titel Blitzlicht. Das ist eine, ja, dieses Buch nimmt eine Theoretisierung des Blitzlichtes vor und kreist auch um die unterschiedlichen Zeitregime der Fotografie. Und dann ein Buch, das sie im letzten Jahr gemeinsam mit Peter Geimer herausgegeben hat und das sich einem Klassiker widmet, das Sichtbare und das Sagbare, Evidenz zwischen Text und Bild in Roland Barthes Mythen des Alltags ist der Titel und das ist im Wallstein Verlag erschienen. Ja, jetzt, ich könnte noch sehr viel mehr Publikationen nennen, denn die Publikationsliste ist absolut beeindruckend. Ich konnte jetzt nur eine Auswahl vorstellen. Ich möchte aber zum Schluss doch noch erwähnen, dass Katja Müller-Helle gerade an einem neuen Buch arbeitet, das schon in diesem Jahr erscheinen wird, und zwar in der Ihnen nun schon wohlbekannten Buchreihe Digitale Bildkulturen, herausgegeben von Wolfgang Ulrich und Anne-Kathrin Koth im Wagenbach Verlag. Und dieses Buch wird eben den Titel des heutigen Vortrags tragen, Bildzensur. Und das ist für mich auch tatsächlich eins der brisantesten und politisch wichtigsten Themen meiner Ringvorlesung. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, Katja, auf deinen Vortrag. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich übergebe das Wort an dich. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, liebe Kerstin, für diese wirklich ausführlichen und warmherzigen Worte der Vorstellung. Vielen Dank auch an Marie Hummel für die technische Unterstützung heute. Und ich möchte auch an dieser Stelle meinem Team nochmal ganz herzlich danken, dem Team des technischen Bildes, Paul Brackmann, Lea Hilsemer, Raphael Hoffmann, Hengame Hosseini und Christiane Gedeke, die mich eben mit dem Thema der Bildzensur jetzt auch schon ein Jahr begleiten und ganz entscheidend dazu beigetragen haben, dass wir auch die Bildwelten des Wissens zu dem Thema schon herausgeben konnten. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ich würde jetzt den Bildschirm freigeben. Du kannst ja dann vielleicht sagen, ob das funktioniert hat. Ja, jetzt sehen wir die Eingangsfolie. Sehr gut, vielen Dank. Als am 6. Januar diesen Jahres Tausende von Menschen, die in der medialen Repräsentation je nach politischem Lager als Protestierende oder als Mob, als Eindringlinge oder als Patrioten bezeichnet wurden, das Kapitol in Washington, den US-amerikanischen Sitz des Senats und des Repräsentantenhauses und damit den Ort der Gesetzgebung der USA gestürmt hatten, äußerte sich der noch bis übermorgen amtierende amerikanische Präsident erst einmal gar nicht. 6 Hours Paralysis, textet die Washington Post, um die Eskalation gerade nicht zu vermeiden, die er durch seine Rede am Morgen selbst angefacht hatte und ein Eingreifen systematisch aufzuschieben. Erst nach einer hastig vom Präsident-elect Joe Biden zusammengestückelten Rede, in der dieser Trump aufforderte, sich zu den Geschehnissen zu verhalten. Erst dann postete Trump über Twitter, Facebook und YouTube ein Video aus dem Garten des Weißen Hauses. Eine Aufforderung gegen Gewalt und gleichzeitig eine Bekräftigung der Behauptung, ihm sei die Wahl gestohlen worden. Das Ereignis der Kapitolstürmung, die uns ja jetzt schon ein paar Wochen medial begleitet, vom 6. Januar 2021, diese Stimmung hat Margarete Pratschke in ihrem Beitrag zur Ringvorlesung am Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität letzte Woche als ein Medienereignis angesprochen. Und darin wird sozusagen in den US-amerikanischen und europäischen Medien wird dieses Ereignis als ein Angriff auf das Herz der Demokratie bezeichnet. Horst Bredekamp analysiert in seinem Beitrag in Deutschland von Kultur, wie die Bewegung der Stürmenden nach dem Verweilen auf der Treppe, dem Ort der Inauguration der Präsidenten, ins Innere des Gebäudes hinein das Spruchband E pluribus unum aus vielem
wird das eine unter der Statue der Freiheit, die die Spitze der Kuppel seit 1863 krönt, umdeutet. Der eine, der Präsident, wird in die Vielheit der Stimmen und Körper der Gemeinschaft zurückübersetzt und auf der Bühne der Medien präsentiert. Der Übersprung des Sprechaktes von Trumps Rede in die Stürmung des Kapitols, der sich über den Twitter-Account Trumps als sein bevorzugtes Mitteilungsorgan multiplizierte, in dessen Folge der Polizeibeauftragte des Kapitols zurücktrat, weil sein sechsmaliger Versuch, Verstärkung zu mobilisieren, blockiert wurde und letztlich 5 Menschen starben, dieser Übersprung in ein nun als neue Wirklichkeit wahrgenommenes Handeln führte nicht nur zur Einleitung des zweiten Impeachment-Verfahrens gegen den amerikanischen Präsidenten, sondern auch zur Sperrung seines Twitter-Accounts. Auch andere Plattformsperrungen folgten, in der aktuellen Diskussion als eine Praxis des De-Platforming bezeichnet. Facebook und Instagram sperrten Donald Trump. YouTube sperrte letzten Mittwoch seinen Account für 10 Tage bis nach der Inauguration von Joe Biden mit der Begründung einer Gefahr der Anstiftung zum Aufstand. Auch das quasi unregulierte Netzwerk Parler, ein als Free Speech Netzwerk gelabeltes, aber durch rechte Gruppierungen okkupiertes Netzwerk, wurde von Apple und Google abgeschaltet, was eine weitere Hierarchisierung der Gatekeeper-Funktion zur Folge hat. Apple und Google und YouTube ist wiederum Teil von Google, kontrollieren in letzter Instanz Apps, die keine Gatekeeper-Funktion installieren. Die Sperrung der Meinung der Medienunternehmen trifft ins Herz unseres heutigen Themas. Denn sie ist meiner Meinung nach ein Wendepunkt in der Debatte, wie sich die neuen technischen Infrastrukturen der Konnektivität, wie ich sie nennen würde, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, zu den durch sie hindurch kommunizierten Inhalten positionieren oder positionieren sollten. Im Folgenden werde ich zu zeigen versuchen, dass im Feld unserer Sichtbarkeit die Gratwanderung von Meinungs- und Kunstfreiheit auf der einen Seite und Löschung und Sperrung von anstößigem Inhalt auf der anderen und die Frage danach, wer die Macht zugesprochen bekommt, darüber zu entscheiden, was gelöscht, gesperrt oder zensiert wird, historisch gesehen mit einem Prozess der technischen Unsichtbarmachung und Intransparenz einhergegangen ist. Die übergeordnete These des Vortrags lautet also, dass die von sozialen Medien behauptete Netzneutralität sich in den letzten 20 Jahren so effektiv im Diskurs über ihre gesellschaftliche Rolle eingenistet hat, weil ihre KI-gestützten unsichtbaren Tools der algorithmischen Löschung mit einem technischen Blackboxing unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle verknüpft wurden. Die Sperrung des Twitter-Accounts ist in vielerlei Hinsicht der Höhepunkt einer schon seit Monaten zu beobachtenden Entwicklung von einer durch Neutralität gekennzeichneten Position hin zum politischen Akteur, als die Facebook und Twitter in der Öffentlichkeit nun wahrgenommen werden. Tweets wurden gelöscht oder mit Bemerkungen versehen, dass die Aussagen vor allem zum Wahlbetrug möglicherweise irreführend in Bezug auf eine Wahl oder einen anderen staatsbürgerlichen Prozess seien. Plattformen und soziale Netzwerke hatten sich zuvor über die Terminologie der Netzneutralität, also die neutrale Bereitstellung technischer Infrastrukturen zur Kommunikation, die seit den Anfang im Jahr 2004 mit positiven Metaphern der Konnektivität, des Mitteilens und der sozialen Bindung belegt wurden, weitgehend gegenüber ihrer Verantwortung für gepostete Inhalte immunisiert. Wir haben es demnach mit einer auseinanderklaffenden Problematik der Inhaltsmoderation im Netz zu tun. Einerseits muss die schiere Menge an Daten, und dies wurde bereits oft in dieser Ringvorlesung angedeutet, die auf Plattformen hochgeladen wird, moderiert und auf gefährlichen Inhalt hin überprüft werden. Andererseits ist die Rhetorik der meist US-amerikanischen Unternehmensbetreiber durchzogen von Neutralitätsbekundungen. In dieser Hinsicht hat nun eine Verschiebung stattgefunden. Das Löschen des Twitter-Accounts des amerikanischen Präsidenten positioniert Twitter nicht nur in der Logik eines neutralen Microblogging-Dienstes und in einem ökonomischen Regime der Wertschöpfung, sondern aktiv als moralische Instanz der Regulierung, der Moderation und man könnte sagen des Auf- und Abblendens von Inhalten. Die jetzige Löschung verschiebt die begleitende Moderierung und die Verweisstruktur auf andere Informationsorgane im Sinne des Fact-Checking in den Bereich der Zäsur und wird aktuell als eine solche diskutiert. In einem Kommentar des ZDF-Redakteurs Stefan Mündges vom 7. Januar wird die Löschung als richtige,
aber zu späte Konsequenz einer andauernden gesellschaftlichen Polarisierung durch soziale Medien beschrieben, die nicht zuletzt zur Gewalt in Washington geführt habe. Der russische Oppositionsführer und Kreml-Kritiker Alexei Nawalny kritisiert hingegen Twitter für die Sperrung, da der Weg zur Entscheidungsfindung intransparent und damit willkürlich gewesen sei. Nawalny im Tagesspiegel, Zitat, der Bann von Donald Trump auf Twitter ist ein inakzeptabler Akt von Zensur. Zitat Ende. Auch Angela Merkel lässt über den Regierungssprecher Steffen Seibert vermelden, dass sie die dauerhafte Sperrung Trumps durch Twitter kritisch sehe. Zitat, die Betreiber sozialer Netzwerke trügen zwar Verantwortung dafür, dass die politische Kommunikation nicht mit Hass und Anstiftung zu Gewalt vergiftet werde. Die Meinungsfreiheit als Grundrecht von elementarer Bedeutung könne aber nur durch den Gesetzgeber, nicht nach der Maßgabe von Unternehmen eingeschränkt werden. Zitat Ende. Nimmt man Merkels Aussage genauer unter die Lupe, steckt hierin eine richtige Differenzierung innerhalb der eskalierten Lage unter dem Hochdruck aktueller Ereignisse. Die sozialen Netzwerke sollen ihre Verantwortung gegenüber gepostetem Inhalt wahrnehmen. Sie sind nicht neutral gegenüber Hass, Gewalt, Anstiftung und Hetze. Aber die Grenzen der Meinungsfreiheit können nur vom Staat und dessen Gesetzgebung eingeschränkt werden. In drei Schritten werde ich im Folgenden die Regulierung des Verhältnisses der Sichtbarmachung und Unsichtbarmachung, das es im Kern beim Thema der Bildzensur geht, aufhalten und die These der Verschleierung der technischen und institutionellen Verhältnisse, in denen wir durch digitale Infrastrukturen leben, beleuchten. Im ersten Schritt wird es darum gehen, zu zeigen, dass sozusagen sich in der Geschichte von Zensurpraktiken Sichtbarkeitsmarker etabliert haben, die Löschungen signifiziert haben. Und diese werden jetzt von technischen Löschungen ganzer Accounts und Plattformen abgelöst. Im zweiten Schritt werde ich andeuten, wie sich dieser Moderationsapparat bei Facebook zum Beispiel konstituiert. Und ob man begrifflich von Content-Moderation oder Zensur sprechen muss. Im dritten Schritt werden diese beiden Aspekte dann auf die klassischen kunsthistorischen Institutionen rückbezogen. Und ich werde danach fragen, wie eigentlich die Rückwirkung dieser technischen neuen Infrastrukturen auf schon etablierte Institutionen sich darstellt. Und zum Schluss werde ich einen kurzen Ausblick geben, und zwar zum Thema Memes, Netzaktivismus und künstlerische Aneignung, die ja auch schon bei Chris Tatjatsuk-Mahler letzte Woche eine Rolle gespielt haben und natürlich in der Forschung zu Bildprotesten von Kerstin Schankweiler. Auch wenn die Sperrung des Trump-Accounts vor allem ein diskursives Feuerwerk gezündet hat, wird hier ein neues Bild geschaffen. Ein Bild der anwesenden Abwesenheit, das Ex Negativo auf die zuvor von Trump kreierten Medienbilder referiert. Es ist nicht nur eine Zensur, sondern es ist ein Bild der Zensur. Die Ansicht des gelöschten Accounts zeigt die abstrahierte Form eines Profils, welches die Platzierung des Porträts auf der linken Seite durch einen Kreis andeutet. Die dahinterliegende Ebene, sonst Platzhalter für ein Hintergrundbild, hebt sich als grauer, abstrakter Streifen vom Schwarz oder Weiß ab. Die sonstigen schriftlichen Informationen unter der Bildsektion wie Position, Ort und Datum des Beitritts in die Twitter-Community ist gelöscht. Seine Klar- und Usernamen Donald Trump und Real Donald Trump bleiben jedoch als signifikanten im luftleeren Raum hängen, verweisen in zeitlicher Nachträglichkeit auf die rege Tweet-Aktivitäten, die diesen Account zuvor ausgezeichnet hatten. Allein der millionenfach wiederholte Hinweis Account gesperrt, Account suspended, veröffentlicht den Akt der Regulierung und damit Moderierung des Microblogging-Dienstes. Zitat, Twitter suspends accounts which violate the Twitter rules. Zitat Ende. Mit diesem Textbildgefüge, das als Screenshot im Netz aktuell zirkuliert, wird ein Metabild geschaffen, das eine andere Performance und Funktionsweise hat als die Bilder, auf die es verweist. Es zeigt in seiner Präsenz als Bild eine Abwesenheit an, dessen Referent als Akteur, als Bild- und Texthandler, könnte man sagen, verschwunden ist. Gleichzeitig verschiebt der Screenshot die Aufmerksamkeit auf den dahinterliegenden Apparat, der sich durch zwei Komponenten als Akteur nun zeigt. Es gibt einen schriftlichen Hinweis auf die Sperrung,
die anonym bleibt und einen auf die Regularien der Plattformbetreiber, die Twitter Rules. Mit Roland Barth gesprochen, wie er dies in seinem frühen Text zur Fotografie, die Fotografie als Botschaft von 1961 entwickelt hat, ist hier durch das reduzierte Text-Bild-Verhältnis die Struktur offengelegt, könnte man sagen, die dieses Bild konnotiert und hat sie auf die dahinterliegende Infrastruktur verschoben. Dieses Bild der Löschung ist eines, das Millionen andere Bilder und sprachförmige Äußerungen im Rücken hat und gleichzeitig das Regelwerk ihrer An- und Abwesenheit in technischen Infrastrukturen anzeigt. In einer, man könnte sagen, Stoppschildfunktion. Jan Böhmermann hat natürlich direkt probiert, am 11. Januar Trump zu folgen. Daraufhin erschien ein weiteres sehr interessantes Bild, partieller Sichtbarkeit und Löschung. Der Account blieb als Hintergrundfolie bestehen, vor der hartnäckig eine Fehlermeldung erschien. Fehler, du versuchst einem Nutzer zu folgen, den es nicht gibt. Aktuell sind die globalen technischen Akteure zur Bereitstellung der Plattform neben der Eindämmung der eskalierten politischen Situation in Washington verstärkt damit beschäftigt, Fake News bezüglich des Coronavirus einzudämmen und auf die offiziellen Seiten des WHO zu verlinken. Zuvor war und ist es noch immer ein weites Spektrum, welches einer Regulierung, Zensur oder Moderation bedürfte. Darstellung von Sexualität und Pornografie, Gewaltbilder, vor allem des Terrorismus, das Feld der Meinungs- und Kunstfreiheit, Persönlichkeitsschutz und der Schutz politischer oder militärischer Daten bzw. Geodaten. Auch wenn sich aktuell die radikale Löschung und Zensur von Inhalten und Accounts als Plattformpraxis zeigt, hat sich in der Geschichte der Zensur eine visuelle Grammatik, könnte man sagen, herausgebildet, die partielle oder graduelle Sichtbarkeitszeichen der Zensur etablierte. Steuerte man auf Google Earth die Koordinaten des niederländischen Verteidigungsministeriums in Den Haag an, war dieses auf den Satellitenaufnahmen zwischen 2005 und 2008 durch verschiedene Maßnahmen der Verpixelung unkenntlich gemacht. Der gesuchte Gebäudekomplex hob sich als abstrakte geometrische Figur von der gestochen scharfen Stadtlandschaft ab. Die Pixel des Ausgangsbildes waren zu unregelmäßigen Polygonen aufgebläht, welche nur die durchschnittlichen Farbwerte in verringerter Auflösung wiedergaben und verbargen, was durch Satellitenfotografie technisch schon lange ins Feld der Sichtbarkeit gelangen konnte. Zensurmarker wie Verpixelung, Unschärfen, schwarze Balken und Rasterungen sind parasitäre Bildelemente, die sich in bestehende Ordnungen der Bilder einnisten und in ihrer Signalwirkung das zweifelhafte, zurückgehaltene, verbotene, gefährliche oder zu schützende Wissen in der Abstraktion als eben solches allererst signifizieren. In diesem Pressebild, und das haben Sie schon gesehen in der Vorlesung, die Kerstin Schankweiler zum Reaction Image gehalten hat, in diesem Pressebild des Situation Room im Weißen Haus von Pete Sousa vom 11. Mai 2011, auf dem Obama mit seinem Sicherheitsteam zu sehen ist, wie sie die Geschehnisse in Pakistan um die Tötung des Al-Qaida-Anführers Osama Bin Laden betrachten, findet sich in der Mitte auf der Computertastatur ein klassifiziertes Dokument, das verpixelt wurde. Der Künstler Willem Popelier hat dieses Punktum des Bildes extrahiert und das verpixelte Raster selbst zum Bildthema gemacht auf der rechten Seite. Die Verpixelung wird von der parasitären Funktion im Bild zum Hauptakteur verschoben. Die Zensurzeichen, die in die Ordnung anderer Bilder eingefügt sind, könnte man sagen, werden übrigens selbst marktökonomisch vertrieben, wie diese Auswahl auf der Website von Canstock Photos zeigt. Und natürlich ist die Geschichte der Ökonomisierung von Bildern und hier Bildzeichen, Zensurzeichen, eine, die diesen ganzen Komplex von Inhaltszurückhaltung, Bilderzensur natürlich in ökonomischer Hinsicht vorstrukturiert. Und dazu ist natürlich das lesenswerte Buch zu empfehlen von Estelle Blaschke, Banking on Images. Blurring-Effekte haben vor kurzem im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung eine Selbstschutzfunktion erhalten. Sie werden von Protestierenden gegen polizeiliche Identifizierungspraxis eingesetzt. Die Messenger-App Signal hat eine kostenlose Blurring-Funktion integriert,
die Gesichter von Demonstranten und Demonstrantinnen unkenntlich macht. Diese Funktion hat auch Roland Mayer auf dem CO-Symposium im August im Kontext von Identifizierungspraktiken des Gesichtes verortet. Dies ist eine dynamische und in den Prozess des Hochladens auf Social-Media-Plattformen integrierte Praxis, die dem Persönlichkeitsschutzdienst, auch dem Persönlichkeits- oder Jugendschutz dienten und dienen Zensurbalken, die nachträglich bearbeitet als schwarze Balken im Augenbereich die Identifizierung bestimmter Individuen verhindern sollen. Historisch gesehen haben sich die Zensurbalken von Filmplakaten mit als obszön wahrgenommener zur Schaustellung von Nacktheit herausgebildet, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe. In heutigen sozialen Netzwerken gibt es eine Vielzahl spielerischer Umdeutungen des Zensurbalkens bezüglich der viel diskutierten Nipple Policy, in der sich die US-amerikanische Moralvorstellung bildlich ausformt und über die Netzwerke global ins Feld unserer Sichtbarkeit übersetzt. Für das Thema der Sichtbarkeitsmarker der Zensur ist natürlich absolut entscheidend, welches politische System wir betrachten. Staatliche Vorzensur, das heißt die Regulierung von Bild- und Schriftwerken vor der Veröffentlichung, ist in Deutschland nach Artikel 5 des Grundgesetzes ebenso wie in vielen anderen demokratischen Staaten verboten. Hier kann nur die Nachzensur greifen, das heißt, nach der Veröffentlichung können gerichtliche und staatliche Zensurmaßnahmen bestimmte Bilder und Texte verbieten. In China oder im Iran regulieren Zensurpraktiken, und zwar der Vorzensur, das Erscheinen und Verschwinden ganzer Bildkulturen. Sogar der Begriff Zensur ist im chinesischen Internet Weibo zensiert. Hier zeige ich ein Beispiel aus dem Iran, ein zensiertes Cover von einer National Geographic-Ausgabe von 2006. Auch gibt es je nach Ort und Institution sehr spezifische Zensurpraktiken. Hier zum Beispiel ein Zensor aus Guantanamo Bay vom 27. Oktober 2009, der arabische Zeitungen schwärzt, bevor er diese an die Gefangenen weitergibt. Und Raphael Hoffmann, studentischer Mitarbeiter am Technischen Bild, hat interessanterweise herausgefunden, dass dieses Bild für ganz viele andere Kontexte von zensurwirksamen Bildern und Kontexten im Internet benutzt wird. Während die visuelle Grammatik der Zensur in Form von Gesichtsbalken und Verpixelung nahtlos und unverkennbar an Praktiken der Kontrolle im 19. und 20. Jahrhundert anschließt, verlaufen heutige technische Prozesse des digitalen Blackboxing, algorithmischer Löschung, unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle und sind global wirksam. Durch die sozialen Medien werden in globalen KI-gestützten Systemen, die soziotechnische Umgebungen schaffen, Bildinformationen systematisch kontrolliert, unterdrückt und gesteuert, ohne dass dies als Zensur deklariert würde. Filterungssysteme, Inhaltsregulierungen oder Content-Moderation, automatische Bilderfassung und Löschung greifen jedoch tief in die aktuellen Möglichkeiten des Sichtbaren ein, indem sie einem im Zeichen der sogenannten Netzneutralität ein Clear Web vorspiegelt, das nach technischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Regeln organisiert ist. Angesichts des Bilddatenvolumens von 93 Billionen Digitalbildern, die aller Voraussicht nach, wie Simon Rothüller in seinem Aufsatz Blockieren, Moderieren, Projizieren prognostiziert, in die Speicherinfrastrukturen des Internets bis 2022 meist von kamerafähigen Smartphones hochgeladen, versendet, geshared, geliked und verlinkt werden, müssen natürlich technische Lösungen geschaffen werden. Die Utopien technischer Reproduktionsmedien, wie sie etwa in Wilhelm Flussers Foto-Universum von 1985 entworfen worden sind, als ubiquitär wirksame Bilderwelt, scheinen sich demnach nicht verwirklicht zu haben. Flusser hatte die technischen Bilder noch im Kosmos eines nachindustriellen Zeitalters verortet, als einen in sich kreisenden Strudel, in den alle verfügbaren Informationen einfließen, um dort endlos zu zirkulieren. Diese kreisenden Bilderstrudel sind jedoch von opaken Regularien der Kontrolle strukturiert, die jedes Bild, das durch Online-Kanäle geschickt oder auf Plattformen hochgeladen wird, auf potenziell gefährdenden Inhalt abtasten. Ich komme nun zu meinem zweiten Punkt, dem Moderationsapparat. Gehen wir noch einmal zum Ausgangspunkt der Löschung des Trump-Accounts zurück und drehen die Zeit etwas zurück.
Vor 4 Jahren hatte es schon einmal eine Accountlöschung gegeben, neben vielen anderen. Im Jahr 2016 hatte die sich als feministisch positionierende kalifornische Künstlerin Ilma Gore eine künstlerische Satire im Ganzfigurenporträt gezeichnet. Das Pastell-Ölfarbengemisch ihres Bildes Make America Great Again verbindet das berühmte Schweinchen Rosa der Hautfarbe Trumps vor aseptisch weißem Hintergrund mit einer maskulinistisch-heroischen Pose der auf das rechte Knie gestützten Arme, welche eine Mini-Version des Gemächts von Trump freistellen. A Micropenis, wie die Medien titeln, der als Kommentar auf die Impotenz im Feld seiner politischen Urteilskraft gelesen wurde. Das Bild von Ilma Gore wurde auf Facebook und anderen Plattformen innerhalb von 3 Tagen 50 Millionen Mal geteilt. Die Nacktsatire des Präsidenten, der schon zu diesem Zeitpunkt für weite Teile der Öffentlichkeit für die Untergrabung der Unterscheidung zwischen Fakt und Fiktion stand, hatte unmittelbar einen Nerv der Affektgemeinschaft des Netzes getroffen, was sich einerseits in brennender Zustimmung, andererseits in Morddrohungen gegenüber Ilma Gore, einem Schlag in ihr Gesicht, wie Sie unten auf der Folie sehen können, dass sie dann eben auf Twitter postete und diesen Vorfall schilderte mit der Ausstellung ihrer Wunde. Eines glühenden Trump-Anhängers und in einer horrenden Marktwertsteigerung des Kunstwerks durch eine Galerie in London. Keine US-amerikanische Galerie nahm das Bild mehr an. Auch 2 Versuche, das Bild über eBay zu veräußern, scheiterten durch das Abschalten des Accounts. Ilma Gore und ihr Account wurden im Zuge dieser Netztumulte von Facebook temporär gesperrt. Obwohl es in der Produktionsform von Make America Great Again um klassische kunsthistorische Materialien wie Pastellbuntstifte, Papier und auch in der Ausstellungsform in Galerien um eine klassische Form kunsthistorischer Bildproduktion handelt, lagern sich die technischen Reproduktionen, die es von dem Bild in den sozialen Medien gab, an das Originalbild an. Die digitalen Fotografien, die über den Facebook-Account Ilma Gores geteilt wurden, vervielfältigen, formatieren und reframen das ursprünglich händisch hergestellte Original. Die Erscheinungsform des Bildes ist demnach nicht allein die im kalifornischen Atelier hergestellte Zeichnung in Pastell, sondern alle technisch reproduzierten und auch weitere mediale Schichtungen des Bildes, wie die Präsentation des Bildes in der Galerie, die Eingliederung des Bildes in Text-Bild-Verhältnisse auf Online-Plattformen, der mit Ilma Gores eigenem Gesicht versehenen Kommentar, Kommentar zum Bild auf Twitter oder diese Präsentation des Bildes bei einem Interview auf CNN, noch mit der Wunde, die sie von diesem Trump-Anhänger hatte. Die Trump-Parodie existiert also nicht mehr in der Einzahl, wie es das Original der kunsthistorischen Betrachtung voraussetzen würde und in der ein Raum-Zeit-Kontinuum gegeben wäre, sondern das Bild wird in seinen Reproduktionen verfügbar in der Technisierung, Distribution und Verwertung technischer Infrastrukturen des Internets. Anders gesagt, das Bild existiert nicht in einfacher, sondern in geschichteter Präsenz. Als Walter Benjamin sich in seinem Kunstwerkaufsatz 1936 zum ersten Mal diesem Problem der technischen Reproduzierbarkeit tradierter Bildbestände widmete und gleichzeitig den Verlust der Aura am Original und die Ermöglichung der Emanzipation vom tradierten Zusammenhang stark machte, hatte er die fotografische Reproduktion des Positiv-Negativ-Verfahrens von analoger Fotografie und analogem Film im Blick, die sich im besten Fall im Hundertfachen abspielte, nicht wie heute im Millionenfachen. Diese Ermöglichung von technischer Reproduzierbarkeit blieb den Bildwerken nicht einfach äußerlich. Demnach hat Walter Benjamin das Verhältnis von Original und Reproduktion nicht als ein einfaches Verhältnis der Vervielfältigung bestimmt. Zitat: Die Logik der Reproduktion ist am originären Werk selbst aktiv. Zitat Ende, so formulierte Peter Geimer in seinen Theorien der Fotografie. Sie setzt an die Stelle seines einmaligen Vorkommens sein Massenbeises, wie es bei Benjamin zu lesen ist, und aktualisierten Gestalt der Reproduktion das Reproduzierte. Das heißt gleichzeitig, dass die Gesetze und aktuellen Zensurprozesse der reproduzierten technischen Infrastrukturen auf die Kunst, und das ist ja diese sehr prominente Formulierung Benjamins, in ihrer überkommenen Gestalt zurückwirken. Digitale Bilder, auch klassischer Kunstwerke, zirkulieren heute über Google, Facebook, Instagram oder Twitter.
Die Regeln des Zeigbaren werden in diesen neuen Verkehrsströmen der Bilder jedoch nicht von Künstlern oder Museen gemacht. Sie unterliegen dem Moderationsapparat von Großkonzernen, die darauf Einfluss haben, ob ein persiflierendes Bild wie dieses von Trump gezeigt werden darf oder nicht. Auf diesen Aspekt werde ich dann im dritten Teil nochmal genauer eingehen. Der Fall Ilma Gore wird im Dokumentarfilm von Hans Block und Moritz Riesewicks, Dokumentarfilm The Cleaners im Schatten der Netzwelt von 2018, im Kontext der Zensur- und Löschungspraktiken gezeigt, in dem die Tätigkeit von Content-Moderatoren bei Facebook nachvollzogen wird, die in Manila auf den Philippinen 10 Stunden täglich ca. 25.000 Bilder daraufhin überprüfen, ob ihre Darstellungen gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen. Die in arbeitsrechtlicher Hinsicht schwierige Abgabe der Content-Moderation an Drittfirmen im sogenannten globalen Süden bildet den im Titel des Films genannten Schatten der sozialen Netzwerke, der einen Teil des unterhalb des Radars laufenden Moderationsapparates bildet. Dieser Apparat reguliert vor allem Bild und Text in den Bereichen Pornografie, Obszönität, Gewalt, Terror, illegale Aktivitäten, Missbrauch, sexuelle Belästigung, Hassrede und so weiter. Die befragte Content-Moderatorin im Film löscht das Bild Make America Great Again aufgrund der Verletzung der Persönlichkeitsrechte Donald Trumps. Aber auch die Nacktheit sei ein Problem. Das Schlimmste ist, Nacktfotos zuzulassen. So kommen für die Content-Moderatorin hier zwei zensurrelevante Parameter zusammen: Nacktheitsdarstellung und Herabwürdigung der Persönlichkeit. Entscheidend ist hier, dass die Kriterien und Umsetzung zur Urteilsfindung den strengen Geheimhaltungsrichtlinien des US-amerikanischen Unternehmens unterliegen, nicht Teil einer öffentlichen Debatte und staatlicher Regulierung sind. So die Regisseure von The Cleaners im Forum zum Film. Zitat: Die Kriterien und Vorgaben, nach denen die Content-Moderatoren arbeiten, sind eines der am besten geschützten Geheimnisse von Silicon Valley. Die schiere Menge an technischen Bildern und Videos, die auf Online-Plattformen wie Twitter, YouTube, Facebook, TikTok und Co. hochgeladen werden, macht es gar nicht anders möglich, dass ein ganzer Moderationsapparat aus menschlichen und nichtmenschlichen, also technischen Akteuren, eine Rasterfahndung als Mustererkennung und Filterung etabliert. Fraglich bleibt jedoch, wer die Unterscheidung zwischen einem annehmbaren Inhalt, einem zu schützenden Gut wie das Copyright, den Jugendschutz oder die Persönlichkeitsrechte, welche in den demokratischen Staaten gesetzlich geschützt sind, und einem Angriff gegen Meinungs- und Kunstfreiheit, inadäquaten Darstellungen von Sexualität und Gewalt trifft. Dabei macht es einen wesentlichen Unterschied, auch für einen von technischen Akteuren her gedachten Begriff von Öffentlichkeit, worauf die Professorin für Verfassungstheorie Sabine Müller-Mall hingewiesen hat, ob diese über technische Skripte von US-amerikanischen Unternehmen in die Sichtbarkeit des Netzes diffundieren oder staatliche Regulierungen und öffentliche Debatten möglich sind. Hierbei geht es um die Prozesse der Unsichtbarmachung von Gewaltmonopol, das sich durch das technische Blackboxing in ihrem Funktionieren unsichtbar macht. Um hier jedoch nicht einer Verabsolutierung des Technischen das Wort zu reden, obwohl ich meine, dass die technischen Akteure in dieser Diskussion unterbelichtet bleiben, möchte ich den als prozessual verstandenen Moderation Apparatus von Talton Gillespie in Custodians of the Internet und wie er diesen Moderationsapparat untersucht, kurz vorstellen. So vollzieht sich der Moderationsapparat der sozialen Netzwerke nach Gillespie grundsätzlich auf 4 Ebenen: Editorial Review, Crowdworkers, Automated Detection and Community Flagging. Nimmt man etwa das im US-amerikanischen Kontext scharf verurteilte Thema der Nacktheit visueller Bildkulturen, hängt die Transparenz und Opazität bestimmter Entblößungsformen von einer komplexen soziotechnischen Logistik ab, die eine Pornografisierung jedweder Form von öffentlicher Nacktheit vorantreiben. In der algorithmischen Bilderkennung von Computer Vision Based Pornography Filtering Systemen sind Annahmen über Pornografie, Sexualität und den Körper eingeschrieben, die das Feld von Content Moderators vorstrukturieren. Zitat: That pornographic bodies comport to specific predictable shapes, textures and sizes. Zitat Ende.
Der Moderation-Apparatus, wie ihn Talton Gillespie nennt, besteht hier aus einer Art technischer Vorzensur, die durch das Verfahren des Hashing operationalisiert wird und den Abgleich von Bildern mit Hash-Datenbanken gewährleistet, die noch vor der moderierenden Nachzensur bzw. Regulierung greifen. Dies kann natürlich auch gute Gründe haben, wie wir schon vor oben gehört haben, der lebensgefährdenden Kinderpornografie, Copyright-Verletzungen oder des Jugendschutzes, für die es unbedingt Löschungsregeln geben muss. Gleichzeitig können computergestützte Bilderkennungsverfahren nicht zwischen pornografischen Nacktbildern, künstlerischem Akt oder Nacktsatire, wie im Fall von Make America Great Again, unterscheiden. Hier noch ein Beispiel aus der Ren-Hang-Ausstellung im CO Berlin im Jahr 2019, dass nur mit Zensurbalken die Nipple-Policy der sozialen Netzwerke passieren konnte. Gleichzeitig kommt durch die Praxis des Community-Flagging ein Rückkopplungseffekt mit den Usern zustande, die selbstbestimmte Inhalte als unzulässig markieren. Diese Praxis, die man als Empowerment der User werten könnte, schlägt jedoch um in ein polizeiliches Moment der inkorporierten gegenseitigen Überwachung einer, Zitat, kollektiven Selbstzensur der Netzwerke. Und diesen Gedanken übernehme ich hier von Friedrich Balke, dem ich an dieser Stelle für die großzügige Weitergabe des unpublizierten Manuskriptes zum Eintrag Zensieren in dem noch nicht erschienenen Handbuch des Mediengebrauchs danke. Auch dieses User-Generated Censorship obliegt in der Praxis Mechanismen der Opazität, die für die Öffentlichkeit nicht ohne weiteres nachvollziehbar sind. Der beschriebene Moderationsapparat muss im Rahmen von Zensurpraktiken gesehen werden. Und hier kommen wir jetzt zur Differenzierung von Moderation und Zensur. Also der Moderationsapparat muss im Rahmen von Zensurpraktiken gesehen werden, ohne im Einzelfall immer staatlich zu ahnende Gesetzesverstöße zu meinen. Friedrich Balke hat vor allem im Kontext von sprachlichen Äußerungen die aktuelle Entwicklung von Moderation hin zur Zensur wie folgt gefasst. Zitat: Moderation kann in ihrer Reichweite und in ihren verdeckten Mechanismen nur verstanden werden, wenn sie zwar nicht vorschnell als Zensur diskreditiert, aber doch mit der Geschichte der Zensur und ihren unterschiedlichen Äußerungsformen in Verbindung gebracht wird. Es handelt sich bei der Moderation um das Ergebnis eines bestimmten Formwandels der Zensur, die im Kern darauf abzielt, die Schwelle der Akzeptabilität der zensierenden Intervention zu senken, zum Beispiel durch das Verwenden von Algorithmen, die eine technisch neutrale Lösung des Vorgangs in Aussicht stellen, aber auch durch Formen eines sogenannten User-Generated Censorship. Zitat Ende. Jetzt könnte man einwenden, dass Zensurpraktiken per Definition Praktiken der Unsichtbarkeit sind und in historischer Perspektive immer waren. So begegneten auch meiner Empörung über die Geheimhaltungsrichtlinien US-amerikanischer Großkonzerne, die wie beschrieben ins Feld unserer globalen Sichtbarkeit gelangen, die schon erwähnte Juristin und Verfassungstheoretikerin Sabine Müller-Ball und auch die Netzaktivistin Elisabeth Niekrenz, die ich für die Bildwelten des Wissens zur Bildzensur interviewte, diese reagierten gelassen und sagten, dass Opazität, also Nichtsichtbarkeit, eigentlich der Normalfall von Zensur ist. Und ja, wenn man in die Geschichte schaut, sind Prozesse der Zensur, wie sie die nackte Maya betrafen, zum Beispiel als Goya um 1800 sein für das Privatkabinett des spanischen Premierministers gemalte Aktbild der spanischen Inquisition vorlegen musste, immer von der Verschleierung ihrer internen Mechanismen geprägt. Was sich jedoch derzeit auflöst, sind die klar zu definierenden Akteure und Institutionen der Zensur im vielteiligen Moderationsapparat, was an der Erosion demokratischer und staatlicher Regulierungsprozesse mitwirkt, die nicht in öffentlichen Verhandlungen öffentlich gemacht werden. Dies war zum Beispiel noch der Fall bei Franz Josef Strauß, der in den 80er Jahren ein Gerichtsverfahren gegen seinen Karikaturisten Rainer Hachfeld führte und gewann, als dieser ihn als kopulierendes Schwein darstellte. Ich komme nun zum dritten und letzten Teil, also die Rückwirkung aller dieser Prozesse, die ich bisher beschrieben habe, auf die klassischen Institutionen der Kunstgeschichte. So sind die neuen technischen Infrastrukturen des Netzes und damit auch nicht einfach abgekoppelt von den klassischen Institutionen wie Archive, Museen, Bilddatenbanken, sondern wirken in diese hinein und durch diese hindurch.
Bevor ich mich dieser Rückwirkung widme, möchte ich kurz zum Begriff der Infrastruktur in Anlehnung an John Durham Peters Ausführungen in Infrastructuralism von 2015 bemerken, dass Infrastrukturen nach ihm, also Schienennetze, Telegrafennetze, Zeitzonen, Wettervorhersagen oder eben Internetplattformen, Organisationsformen der Moderne schlechthin seien und per se dazu tendieren würden, nach Peters, sich in ihrer Operationalisierung selbst unsichtbar zu machen. In ähnlicher Weise hat übrigens auch Bruno Latour um die Jahrtausendwende schon die Funktionsweise des Blackboxings skizziert. Also nehmen wir im Weiteren an, dass diese neuen Infrastrukturen und technischen Akteure nicht neben, sondern in den klassischen Institutionen wirksam werden. Im April 2019 hatte das Nationalmuseum in Warschau die Arbeit Consumer Art der Künstlerin Natalia LL von 1972 bis 1975 aus den Ausstellungsräumen entfernen lassen. Der Direktor des Museums, Mitz Jolek, begründete die Entscheidung mit einem Verweis auf die jugendgefährdenden Inhalte der Videos und Fotografien. Zitat, that he was opposed to showing works that could irritate sensitive young people. Zitat Ende. Das mehrteilige Werk besteht aus seriellen Fotografien und filmischen Aufnahmen einer blonden Frau im zentral gesetzten Frontalporträt, die eine mal geschälte, mal ungeschälte Banane an den Mund heranführt, lustvoll abbeißt oder mit der Zungenspitze berührt. Der rasterartige Aufbau stellt die Wiederholung dieser feministischen Eat-Art in einzelnen quadratisch gerahmten Fotografien aus, die bislang im Kontext einer Kritik an der Pornografisierung des weiblichen Körpers in der Populärkultur der 70er Jahre verortet wurde. Als Reaktion auf die Entfernung der Arbeit aus den Museumsräumen kam am 29. April 2019 vor dem Nationalmuseum in Warschau Protestierende zu einem Eat-in, könnte man sagen, zusammen, aßen allein oder in Gruppen unzählige Bananen und posierten für den Instagram-Auftritt. Innerhalb weniger Stunden wurde die Bananenschlacht unter dem Hashtag Bananagate über die sozialen Netzwerke geteilt und von CNN und dem Guardian, der die Banane als sexualisierte Subversionsikonografie in die Kritikbewegung der Kunstgeschichte von Warhol bis zu den Guerilla Girls einordnete, kommentiert. Warum wird Consumer Art von Natalia LL gerade jetzt auffällig? Während es anscheinend über die Jahrzehnte, in denen es ungestört an der Wand des Nationalmuseums hing, keinen Anstoß erregt hatte. Auf einmal scheint nicht mehr nur die Jugend, sondern alle Betrachterinnen beschutzbedürftig angesichts eines solch wirkmächtigen künstlerischen Motivs wie die lasziv bananenessenden Frauen. Der Akt der Selbstzensur des Museums, wie er durch den Museumsdirektor vollzogen wurde, kann nicht allein durch die rechte Regierungspolitik Polens begründet werden, die eine Einhegung der progressiven kulturpolitischen Kräfte vorantreibt, wie es Jonathan Jones vom Guardian vorschlägt. Auch in anderen politischen Lagern sind klassische Werke der Kunstgeschichte durch die neuen Netzregulierungen einer Neubewertung unterworfen. Nicht das Werk Consumer Art hat sich verändert, sondern, so könnte man sagen, seine soziotechnische Umgebung. Das semantische Flirren, die Ambiguität der seriellen Bildserie zwischen Schaulust, Kritik und Persiflage wurde in den neuen technischen Umgebungen von der Vielfältigkeit des Bedeutungsspektrums in die Eindeutigkeit einer algorithmischen Identifizierung überführt, die sie in den Bereich der Pornografie verschob. Die von den globalen Akteuren der sozialen Plattformen angekündigte Verstärkung der KI-gestützten Löschung unter Corona-Bedingungen, wie sie jetzt Anfang März 2020 über Online-Medien verkündet wurde, also dass sozusagen nicht mehr so stark über Content-Moderation Bilder gelöscht werden, sondern sich das durch Homeoffice-Strukturen, die durch Corona bedingt sind, auf KI-gestützte algorithmische Löschungen verschieben wird, kündigen sozusagen jetzt ein neues Identifizierungsparadigma an, durch das KI, Technologie, Bildzirkulation und Öffentlichkeit in ein neues Verhältnis gebracht werden, zu dem sich auch eben die klassischen Institutionen und Akteure wie Museumsleute, Bildarchive, Kuratoren und Kuratorinnen verhalten müssen. Im Herbst 2017 fand die Online-Petition von Mia Merrill innerhalb von weniger Tage 12.000 Unterstützerinnen, die unter dem Titel Remove by the Suggestive Painting of Pubescent Girl
das Metropolitan Museum in New York dazu aufforderte, Balthus Werk mit dem Titel Therese Dreaming abzuhängen oder mit Warnhinweisen zu versehen, auf dem ein Mädchen von etwa 13 Jahren mit hochgerutschtem Rock zu sehen ist. Im Zuge der Aufdeckung eines Klimas sexueller Übergriffe und Vorwürfe, die durch die MeToo-Debatte gerade im künstlerischen und kulturpolitischen Milieu verstärkt Aufmerksamkeit bekam, sind auch die historischen Gemälde aktuell neuen Bewertungskriterien unterworfen. Dass allerdings eine feministische Arbeit wie Consumer Art, die gerade dazu angetreten war, durch die persiflierende Motivwahl der Banane als Phallusersatz auf die fortschreitende Verobjektivierung weiblicher Körper hinzuweisen, nun durch ihren gefährdenden Inhalt selbst der Zensur einheimfällt, weist auf eine systemische Verunklärung und Verflüssigung der Begriffe, die das Feld von Museen, Kunst und Digitalkultur derzeit vermischt. Entscheidend in dieser Diskussion ist, dass die Museen und ihre Bestände nicht mehr allein museumsinternen, kulturpolitischen oder kunsttheoretischen Parametern unterliegen, die den Bereich der Kunst als autonomes Spiel mit der Freiheit innerhalb gesellschaftlicher Verhältnisse reflektieren. In der Digitalmoderne lagern sich die technischen Bilder, ihre Distribution über soziale Netzwerke, ihre ökonomischen Strukturen und Zensurmaschinerien an die klassischen Bilder der Kunstgeschichte an und greifen genuin in die Struktur der Werke selber ein. Das ist sozusagen die Verlängerung des Gedankens, den ich anhand des Bildes Make America Great Again von Ilma Gore entwickelt habe. Die auf Twitter geteilten Handyfotografien von Aktivistinnen mit Bananenschalen auf dem Kopf und die sie rahmenden Kurztexte mit Aufrufen zum Widerstand gegen Bildzensur werden in Form neuer Kombinatorik und in Memes der originalen Bilderserie Consumer Art beigestellt. Die Bilder der Kunstgeschichte und ihre gesellschaftliche Bewertung kommen durch die digitalen Wiedergänger neu in Bewegung. Und ich komme jetzt zum kurzen Schluss. Im Spektrum zwischen Bild- bzw. Account-Löschungen und frei zirkulierenden Bildern, wie sie seit den Anfängen der technischen Reproduktionsmedien imaginiert wurden, gibt es noch Zwischenformen, Hybride, welche immer haarscharf an der Grenze zur Zensur siedeln, Memes, populärkulturelle und aktivistische Aneignungen. So eröffnete vor kurzem der Twitter-Account Donald Trump mit Fake Bart und Brille und dem Kommentar "Having a hard time at the moment, just looking to make friends. 2024, it will be huge, parody." Um im parodistischen Impetus die historischen Ereignisse zu kommentieren. In verschärfteren Überwachungskulturen gibt es noch findigere Zensurumgehungspraktiken. Zum Beispiel hat in China, wo das chinesische Internet Weibo strengstens überwacht wird, Feroza Aziz die populäre Form des Schmink-Tutorials auf TikTok benutzt, um über die Unterdrückung des Regimes im Umgang mit muslimischen Uiguren zu sprechen, während sie sich die Wimpern richtete. Sie nutzt die Bild- und Tonspur asynchron, um politische Inhalte quasi versteckt zu übermitteln. Auch wie Kerstin Schankweiler in ihrem Buch Bildproteste gezeigt hat, ist das klassische Beispiel des Fotojournalismus der Tankman auf dem Platz des Himmlischen Friedens vom 5. Juni 1989 in Chinas Internet zensiert und hat multiple Formen des Widerstandes im Netz in Form von Aneignungen, Memes und künstlerischen Interventionen hervorgebracht. Diese Bildformen des Widerstandes und Wiederaneignungen der eigenen historischen Bilder sind extrem zeitkritische Formen, weil sie immer schneller sein müssen als das zensierende System, in dem sie erscheinen. Auch gibt es, und dies ist mein letztes Bild, den multiplen Einsatz von schon historisch gewordenen Sichtbarkeitsmarkern der Zensur, um die global greifenden Löschungsvorgänge doch noch in Bilder zu fassen. Zusammenfassend könnte man sagen, dass sich die übergeordnete These zur Tendenz der Unsichtbarmachung von Löschvorgängen auf der Ebene der technischen Infrastrukturen, also technischer Skripte, menschlicher Akteure, Content-Moderatoren und der Institutionen im Sinne von Geheimhaltungsrichtlinien von Konzernen als zeitkritisches Moment manifestiert, das von der anderen Seite herkommend von Usern, Aktivistinnen, Künstlerinnen im Kampf um die Meinungs- und Kunstfreiheit immer wieder auf die Probe gestellt wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.